Hallöchen, Loot-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Episode von Conan Exiles Age of Calamitous. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich sehr, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja hier den Shattered Crystal gebaut und wir brauchen jetzt sozusagen das Demonic Siphoning, damit wir Blood Gems harvesten können. Die brauchen wir dann wiederum, um ja, demnächst dann irgendwann mal aufsteigen zu können. Nicht demnächst, das dauert noch ein bisschen. Ich habe jetzt mal geschaut, das Ding braucht ja Alerican Powder und dazu brauchen wir die Alchemy Disc. Die habe ich hier schon mal gebaut. Und hier sehen wir, was wir dazu benötigen. Wir brauchen Widow's Leaf, wir brauchen Unstable Substance und Schwarzlotuspulver. Und Schwarzlotuspulver war für mich das Stichwort des Tages sozusagen. Denn genau das werden wir uns heute holen. Und zwar hier im Dschungel. Also mal wieder so eine kleine Abenteuerfolge. Widow's Leaf haben wir ja hier so ein bisschen. Unstable Substance haben wir auch irgendwo, glaube ich, herumliegen. Da haben wir schon ein bisschen was gefarmt. Vor allem für den Scorchhound, den ich ja gerne haben würde. Das wird dann übrigens danach anstehen. Also wir werden heute dieses Demonic Siphoning, ja, ich denke mal, wir werden das heute bauen. Und danach werden wir uns wieder um den Scorchhound-Spaß kümmern. Das heißt, wir gehen dann wieder in die namenlose Stadt und werden uns dort, ja, mehr schlecht als recht durchknüppeln. Das wird ein großer Spaß. So, jetzt geht's aber in Richtung Schwarzen Garten. Und der ist direkt um die Ecke, ne? Der ist hier. Und da gehen wir jetzt quasi hin. Ohne Musik heute, weil Musik ist langweilig. Braucht kein Schwein. Jetzt ist jegliche Musik weg. Außer das Gegrunze unseres lieben Ogas. Naja, ne? Sei es drum. Man kann nicht alles haben. So, gut. Plan ist, wir werden... Ja, eigentlich macht es keinen Sinn, wenn wir hier so rumlaufen. Ne? Wir laufen andersrum. Wir laufen durch die Basis durch. Und dann gehen wir ein bisschen Schwarzlotus ernten. Entschuldigung. Sorry. Tut mir leid. Ah. Hallo. Du stehst da ein bisschen im Weg. Dankeschön. So. Gut. Ah, oh, hier ist schon wieder ein Schuhschnabel tot. Naja. So, wir müssen dazu in diese uralte Stadt gehen. Vollstrecker haben wir natürlich dabei, ist ja logisch. Kampfmusik funktioniert immerhin etwas. Komm, den renne ich über den Haufen. Oh, oder auch nicht. So, gut. Naja. Gegner sind die ja hier nicht mehr so wirklich, ne? Die machen wir keine Sorgen mehr. Die gute Grauaffenmeute. So. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir nach oben kommen gleich. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Dann müssen wir natürlich die Sandsturmmaske aufsetzen. Auch die gehört natürlich dazu. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen... Oh. Habe ich mich ein bisschen verfranst? Ich glaube, ja. Wo sind wir denn? Ah, fast da. Okay, gut. Dankeschön. Gut, wir sind fast da. Ich glaube, hier dahinter ist er schon, der Garten. Nur die Harten kommen in den schwarzen Garten. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig bin. Ist das überhaupt der schwarze? Das müsste der Garten sein, ne? Ja. Wo ist denn eigentlich mein Vollstrecker? Hey, Vollstrecker! Hui. Greif mal an. Danke. Sowas aber auch. You picked the wrong fight. So. Gut.
Okay. Maske auf. Und da ist er. Der schwarze Garten. So, wunderbar. Du kümmerst dich darum, Vollstrecker. Ich kümmere mich darum. Cool, da droppt auch Feuerblumen. Das ist ja spitze. So. Nehmen wir mal alles mit. Da kommt schon wieder einer. Ich sammle mal ein bisschen mehr. Es schadet nicht, glaube ich. Ach, guck mal, Gluckluck ist hier. Hallo, Gluckluck. Ach, das ist der König des Dschungels. Hm. Der scheint aus einer vergangenen Zeit zu stammen, dieser Mann. Ich muss mal irgendwann wieder die alten Quests so ein bisschen auffrischen, vielleicht. Ich glaube, das wäre ganz cool, nochmal die alten Quests, die wir hier auf dem Server hatten, nochmal aufzufrischen. Und diesen Leuten nochmal eine Bedeutung zu geben. Bin ich bislang noch nicht dazugekommen. Bislang zählte für mich immer neuer Content. Da arbeite ich auch gerade ganz fleißig. Ich habe übrigens nicht euren Wunsch vergessen, nach einer kleinen Quest-Bau-Folge oder so. Ich muss mal gucken. Demnächst habe ich wieder ein größeres Projekt fertig. Und da werde ich ja dann nach und nach auch wieder was dazusetzen. Und ich denke mal, da werde ich dann eine oder zwei Sachen vielleicht mal hier in Videoform pressen für euch. So. Das sieht ganz gut aus. Ist da oben ein Obelisk? Ja. Wer hat denn hier einen Obelisken gestellt? Der Zepedeus. Okay. Naja, gut. Warum auch nicht? Kann man machen. Der muss natürlich, den müssen wir leider Gottes demnächst entfernen. Wir haben neue Regeln. Aber so prinzipiell, warum nicht? So, ich glaube, wie viel haben wir denn jetzt? Schauen wir mal nach. 445 Schwarzlotusblüten. Ja, aber die sollten erstmal reichen, oder? Nehmen wir hier noch mit. 500 wären cool, weil es eine schöne runde Zahl ist, aber wenn es jetzt keine 500 werden, bin ich auch nicht böse. Da ist nochmal. Ah, 499 ist auch schön, oder? Ja, komm, 499. Das läuft, das lassen wir so. Und dann können wir ja jetzt prima den Obelisken hier nutzen. Ach, da steht ja nochmal jemand, sowas. Aber dann können wir ja jetzt prima den Obelisken nutzen, um hier rauszukommen. Das ist ja super. So, los geht's, zurück zum Kult des schwarzen Mondes. Und dann alles klar, Pferd. Viel Spaß im Fundament. Dann können wir uns jetzt um dieses Alerican Powder kümmern. 5 Stück, glaube ich, brauchen wir, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 5 Stück Alerican Powder. Also, wir packen uns rein die Schwarzlotusblüte. Hier gibt es coole Sachen übrigens. Ne? Müssen wir alle mal ein bisschen ausprobieren. Achso, wir brauchen Schwarzlotuspulver. Das ist auch kein Problem. Mhm. So, pass mal auf. Pferdchen, Ross der Verderbnis. Du kommst hier hin. So, gut. Vollstrecker, du darfst dich hier erholen. Und Mahlstein, du wirst jetzt ein bisschen arbeiten, mein Freund. So, machen wir das mal hier so. Hallo, Kroko. Tschüss, Kroko. So. Unstable Substance, Widow's Leaf. Es kann jetzt sein, dass wir zu wenig Unstable Substance haben.
Da muss ich erstmal nachgucken. 72 haben wir. Ah, könnte vielleicht sogar reichen. Mal gucken. So, und natürlich Widow's Leaf. Und dann zwirbeln wir das hier rein schon mal. 8 Stück. Ja, das sollte reichen. 5 mal 8 ist 40. Das reicht auf jeden Fall. So, wie sieht's hier aus? Wunderbar sieht's hier aus. Und dann können wir uns schon mal diese 5 Powder hier herstellen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich glaube, die restliche Schwarzlotusblüte nehme ich mal wieder schnell raus. Vielleicht brauchen wir ja die Blüten nochmal an anderer Stelle. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber das ist auch egal. So. Gut. 5 Stück Alarican Powder. Ich vermute mal, das ist die Grundlage für die Alarican Plague, oder? So, dann haben wir Onyx Composite und einen Ruby. Zwei Rubies brauchen wir. Zwei Rubinchen. Ruby, 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 Ruby. Das war ein gutes Lied damals. Kennt ihr das? Dieses Ruby? Das war ein geiles Lied, du. Ich freue mich immer, wenn das hin und wieder mal noch im Radio läuft. Es war damals total totgespielt, aber... mittlerweile freut man sich dann doch. Geht mir übrigens mit vielen Liedern so. So. Zack, zack. Schwupps. Ach ja. Da brauche ich wieder ein Emerald. Weiß gar nicht, reicht auch der Emerald Shard? Oder muss es ein ganzer Emerald sein? Nein, reicht auch der Shard reicht vollkommen aus. So, sonst wäre das echt schade gewesen. Haha, so, gut. Damit haben wir das Demonic Siphoning. Wunderbärchen. Sehr cool. Das heißt, wir können jetzt diese Blood Gems von Scorch-Kreaturen ernten. Ich will euch das mal kurz zeigen. Das ist cool. Genau, und damit kann man das quasi dann abbauen. Ist keine Waffe oder so, sondern ist wie so ein Religionswerkzeug, ne? Ja gut, meine Lieben. Dann steht jetzt eigentlich wieder eine Farmrunde in der namenlosen Stadt an. Um die kommen wir nicht herum. Aber bevor ich das angehe, hätte ich gern Musik, weil ohne Musik ist echt doof, ganz ehrlich. Deswegen teste ich jetzt mal ganz kurz. Ich port mich mal schnell in die Stadt. So ganz alleine. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und wenn die Musik nicht funktioniert, dann setze ich jetzt alles dran, dass es funktioniert. Mal gucken. Stille. Gut, dann setze ich jetzt alles dran, dass die Musik gleich wieder funktioniert. Aber erstmal hole ich mir hier noch. Komm. Oh, nehm mal. Dann nehme ich mir mal noch schnell mit hier. Ja, die Musik natürlich, die ist da, ne? Musik, klar. Och Gottchen. Nee, jetzt nicht du. Nee, nee, nee. Lass mal. Lass mal. Habe ich jetzt gerade was Besseres zu tun. Dankeschön. So. Gut. Ja, dann setze ich mal alles dran, dass die Musik wieder funktioniert. Meine Güte, ist das ätzend, wenn die Musik nicht geht. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Mit eigener Playlist. Da ist die Musik zwar nicht immer passend, aber besser als gar keine Musik, finde ich persönlich. Ich mag Musik, wenn ich Conan Exiles spiele. Und ich habe jetzt eigentlich das Ganze aufgenommen gehabt, aber ich habe mich entschlossen, das packe ich nicht ins Video rein. Ich habe mir hier eine Crescent Steel Pickaxe hergestellt. Also eine wunderschöne Spitzhacke und jetzt geht's quasi durch die namenlose Stadt. Und wir werden noch ein, zwei Mobs töten. Viel werden wir heute nicht mehr machen. Hier habe ich gerade eben schon den Skorpion noch erledigt.
Das habe ich in der nicht erscheinenden Aufnahme gemacht. Ich habe nämlich den Vollstrecker vergessen und dann habe ich mich jetzt spontan noch dazu entschieden, das nicht mit reinzunehmen. So, gut. Pass auf, Vollstrecker muss noch auf passiv gestellt werden. Und dann geht's auch schon los. Ich weiß nicht, was Conan Exiles manchmal mit der Musik hat. Die meisten von euch, glaube ich, spielen ja ohne Musik. Aber ich weiß nicht, ich finde Musik gehört einfach zu Conan Exiles irgendwie dazu. Mir fehlt was, wenn ich keine Musik habe beim Zocken. Es sei denn nicht. Manchmal zocke ich auch einfach und schaue mir einen Film nebenbei an. Ne? Das ist dann auch immer sehr schön. Aber irgendwas zum Zocken dazu brauche ich. Nur dieses Windgeraschel. Ich weiß nicht, das gibt mir nichts. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch da geht. Aber so ohne Musik, gefällt mir nicht. Bringt mir nichts irgendwie. Irgendwas muss bei mir immer nebenbei laufen. Sonst macht es mir keinen Spaß. Sonst halte ich es nicht durch. Und bei Conan Exiles finde ich sogar ein bisschen schade, weil ich finde den Soundtrack eigentlich ganz geil. Der Conan Soundtrack ist voll gut. Und ich finde es auch total schade, dass man die hervorragende Musik, und zwar wirklich hervorragende Musik, das muss ich einfach nochmal betonen, die ist wirklich gut. Der Soundtrack von Isle of Scepter ist so der Hammer. Und ich finde es total schade, dass man den Scepter Soundtrack nicht auch in den Exiled Lands nutzt. Völlig egal wo, ne? Aber ich finde den Scepter Soundtrack mega mäßig. Also der ist wirklich gut gelungen. Vor allem in dieser Harpien, in dieser Harpien Vault. Da ist der Soundtrack richtig geil. Mit einem Remix von Dies Irae. Vom guten alten Mozart. Wo ist denn der Vollstrecker jetzt? Ach da, okay. Oh, da ist ein Scorch Dragon. Ich will den. Nee, den greife ich nicht an. Also, das ist mir jetzt. Und so viel Action wollte ich dann heute auch nicht mehr. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier hingehen, dann sind da natürlich auch andere Scorch-Viecher, ne? Ach Gottchen. Kriegen wir das Vieh gelegt? Ah! Der schwarze Mann! Hilfe! Also, im wahrsten Sinne des Wortes sind Geister eigentlich, ne? Aber die sind so wunderbar schwarz, ihr seht sie. You picked the wrong fight! Unangenehme Gesellen, sag ich mich. Sollen wir mal dieses Scorch-Harp hier da angreifen oben? Ja, oder? Die kriegen wir doch gelegt. Aua. Geh weg jetzt. So. Ja, die kommt eh schon. Hey, Vollstrecker, die kommt ja eh schon. Guck mal. Oh, Vollstrecker, weg hier. Okay. Rückzug. Ja, wobei, noch geht's. Noch geht's. Wir müssen leider. Ach Gottchen. Okay. Okay, ich hab verstanden. Ach herrje. Wir haben das Lager gezogen. Ich frage mich, wie das ging, aber wir haben es irgendwie gezogen. Das heißt, wir verziehen uns erstmal. Da ist auch so eine Scorch-Harp hier. Was ist denn hier los heute in der Stadt? Ach, Herr Jemine. So, Vollstrecker sollte sich demnächst hinterherporten. Hoffe ich jetzt einfach mal. Nicht, dass mir der jetzt hier verreckt. Ja, muss er ja, oder? Da muss ich ja porten. Er kriegt hier Schaden rein und nochmals Schaden. Komm, das gibt's doch nicht. Warum portet er sich denn nicht? Das ist doch blöd. Ich hoffe, er lebt noch. Ey, wenn der jetzt gestorben ist, bin ich echt sauer, ne? Da bin ich echt stinkig. Dann weiß ich nicht, ob ich in der nächsten Zeit Lust auf Conan Exiles habe.
Okay, da. Nee, das sind. Das sind Skelette. Ah, oh, Vollstecker lebt noch, okay. Sehr gut. Ey, ich wäre jetzt echt sauer gewesen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch Bock gehabt hätte auf dieses Spiel. Wenn der jetzt gestorben wäre. Dann weiß ich echt nicht, was ich gemacht hätte, weil das hätte mich jetzt echt geärgert. God take you. So. Wo ist denn da noch einer? Da ist noch einer. Angriff. Ah, da wäre ich jetzt echt grantig geworden, du. Weil gefühlt nutzt das Spiel irgendwie alles, damit der Thrall bloß nicht kämpfen muss. Was ist denn hier los? Hört ihr das? Was ist denn hier los? Ach, gehen wir das... Gehen vielleicht wie das... Also entweder es farmt hier jemand anders... Entweder ist hier jemand anders gerade am Farmen. Oder es gehen Scorch-Meteoriten runter. Hm. Da sind auf jeden Fall Servants of Raid. Da greift uns auch gerade einer an und eine Scorch-Spinne. Okay. Gut, die kriegen wir aber klein, ne? Das ist. Müssen nur aufpassen. You picked the wrong fight. Müssen das gut im Blick halten jetzt. Gods take you. Oh Gott. Vollstecker zurück. Es ist saublöd, die Situation gerade. Was macht der denn da? Ach so, die prügelt sich mit dem Wraith-Typen. Okay. Das ist ja prima. Die sollen sich gerne prügeln, die zwei. Wir prügeln uns einfach mit dem Kerl hier. Und da vorne schauen wir dann mal, wer gewinnt. Und wenn wir gewinnen, ist wenn der Wraith-Typ gewinnt, dann ist super. Also Wraith, ne? Wenn der gewinnt, cool. Weil dann entfällt der Käse mit der Pestwolke für uns. Und wenn er nicht gewinnt, boah, dann ist doof, ne? So. Jawohl, Leute, erster Blood Power Gem. Haha. Nice. Oh, okay. Wir bleiben mal hier. Wir schauen uns das aus sicherer Entfernung an. Ich hätte den jetzt gern noch weggezwiebelt. Okay, die Schlange hat gewonnen. Na gut. Ach, komm schon! Jetzt aber, oder? Jawohl. Curse you. Oh, wir müssen so aufpassen. Die. Ich seh unseren Vollstecker sterben, Leute. Ich will den nicht sterben lassen. Ich gehe jetzt heim. Wir gehen heim. Wir lassen's. Ich kann hier nicht weg, ne? Verdammte Kacke. Komm raus. Vollstecker, mitkommen.
Wir gehen heim. Leute, das macht keinen Sinn. Das macht gerade keinen Sinn. Wir gehen jetzt heim. Wir gehen jetzt einfach nach Hause. Das ist ein Kampf, den ich nicht führen möchte. Nicht jetzt. Es hilft nichts, es hilft nichts. Da müssen wir heimgehen. Das ist dämlich. So, okay. Leute, in diesem Sinne, ich geh raus. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne eine positive Bewertung und schreibt mir einen lieben Kommentar. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge mit neuen Abenteuern, hoffentlich mit Musik und ein bisschen sicherer. Ich hatte jetzt echt gerade Angst um den Kerl. Alter Verwalter. Ist nicht schön. Also, macht's gut. Ciao.